Seit der E3 2015 wartet, glaube ich, jeder Rollenspielfan auf dieses Spiel. Final Fantasy VII als Remake, kein Remastered, kein Port auf jegliche Konsole, sondern ein wirklich wahrhaftiges Remake. Heute ist es endlich da, in der First Class Special Collectors Master Ultra Edition. Und natürlich ging es mir in erster Linie um das, was da drin steckt und nicht nur das Spiel, sondern eine PlayArt Sky 1:6 Figur mit Cloud Strife und einem Motorrad und hoffentlich auch ein bisschen viel Zubehör. Ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, was drin ist und ich würde auch sagen, wir fackeln gar nicht mehr lange und legen los. So, ich würde jetzt auch mal sagen, wir schneiden das Ganze auf und schauen einfach mal wirklich, was drin ist in dem kleinen Schatz hier. Ich bin wirklich mehr als gespannt, Leute. So, auf jeden Fall ein Paket in einem Paket, wer jetzt gedacht. Hier haben wir noch eine Box und hier sieht man auch, seht ihr das auch? Genau. Eine PlayArt Sky, Final Fantasy VII, was steht da noch? Cloud Strife and Hardy Daytona. Und dann halt Chihuahua. Ja, schon ganz cool. Okay. Dann machen wir das doch auch gleich mal auf. Ab jetzt bin ich auch ein bisschen vorsichtiger. Ich will hier nichts kaputt machen. So, ah, okay, die haben eine Pappe reingesetzt. Das ist auch schon mal gut. Pappe! Jetzt sehe ich auch schon das Schmuckstück. Ich nehme das mal raus. Vorsichtig, ich stelle es mal kurz hin. So, Leute. Und hier haben wir sie endlich, die Box. Final Fantasy VII Remake, ich kann es ehrlich gesagt immer noch nicht fassen. Es ist wirklich wie Weihnachten im April. Man könnte schon glatt sagen, es ist der April-Scherz schlechthin, aber nein, es ist tatsächlich da. Ich bin wirklich gespannt. Vorne sieht man nochmal ganz schön, sogar mit einer bisschen veredelter, mit einem kleinen veredelten Druck, das Logo. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, was uns hier drin erwartet. Machen wir das ganze Paket mal auf. So, okay, so, okay, habe ich es dann richtig rumgemacht? Ich denke nicht, natürlich nicht. So, ab jetzt, wahrscheinlich wird es jetzt ein bisschen lauter, ein bisschen Plastik ist dabei, ein bisschen ist gut. So, holen wir den Spaß doch mal raus. Puh, da ist sie. Und der erste Blick ist schon mal sehr geil, auf jeden Fall. Das Motorrad ist richtig groß, ist auch alles im Maßstab, wie gesagt, 1:6. Das ist nicht ohne. Die Figur wird um die 30 cm groß sein. Das Motorrad, so wie das aussieht, locker 45. Schauen wir uns den ganzen Kram nochmal an. Ich nehme es erstmal vorsichtig ab. Ich hoffe, es wird nicht zu laut. Ich werde die Figur und das Motorrad erstmal von dem ganzen Plastik entfernen. Dann ist der ganze laute Krach vorbei und dann konzentrieren wir uns ganz in Ruhe auf die Figur. Okay, das Motorrad ist auf jeden Fall locker seine 3 Kilo schwer. 2-3 Kilo auf jeden Fall, aber schon sehr geil. Clouds Bastardschwert, der Kult schlechthin. Alter! So, jetzt habe ich erstmal den größten Kram ausgepackt. Und was ist alles dabei? Natürlich das Bike, die Figur, sein Schwert. Insgesamt haben wir 8 zusätzliche Hände für die Figur, was ich auch sehr bemerkenswert finde für eine PlayArt Sky. Ich hatte, glaube ich, bei einer Solid Snake-Figur von Metal Gear, da waren auch extrem viele Hände dabei, aber ich glaube, da waren vielleicht 4 drin mit unter anderem. Also insgesamt 10 verschiedene Handposen mit dabei, finde ich sehr geil. Und wir haben hier so einen kleinen Ständer für die Figur, baue ich mal fix zusammen, kennt man ja schon. Zumindest jeder, der eine PlayArt Sky-Figur hat, kennt das. Ist nichts Neues. Und ich mache jedes Mal denselben Fehler. Ich packe nämlich dieses Oberteil immer verkehrt rum drauf. Immer. Und mit dem kann man, mit dem Greifarm kann man jetzt hier halt die Figur dann hinstellen und posieren, wie man möchte.
Ich finde es nicht so schicke im Regal. Andererseits ist es gerade so fürs Posing, bei Angriffsposen und so weiter, das geht sonst gar nicht anders. Ne? Außer man fixiert die Figur irgendwie per Klebstoff irgendwie auf den Boden. Das macht natürlich kein Mensch. Hier ist noch eine kleine Halterung, falls man jetzt irgendwie, also die ist theoretisch für den Torso gedacht. Hier könnte man jetzt zum Beispiel nur ein Bein reinklemmen oder sowas oder halt, keine Ahnung. Ich habe das Ding nie gebraucht, aber lege ich mal kurz zur Seite. Und dann haben wir natürlich Cloud Strife. Warum sage ich eigentlich mal Cloud Strife? Wir haben Cloud. Ich muss sagen, von der Bemalung her, ja, doch, ist okay. Aber wenn ich das zum Beispiel, ich bin sehr kritisch, was Figuren angeht. Und ich muss dazu sagen, sie ist cool. Die Hose wirkt ein bisschen wuchtig, muss ich sagen. Also sprich auch die Oberschenkel und so, das ist irgendwie sehr, sehr... Also irgendwie... Ich meine, schaut euch das mal an. Das sieht aus, als ob er hier irgendwie so Extremzellulite hat, ne? Ja, aber ansonsten kann man eigentlich nicht meckern. Also die Augen sind sehr detailliert auf jeden Fall, gut bemalt. Augen und Haare sind immer so eine Sache. Also ich kann auch nur jedem empfehlen, wer sich eine Play-at-Sky-Figur anschaffen möchte. Selbst original, achtet immer auf die Augen und auf die Haare. Sollte es da irgendein Fehler geben? Also ich hatte zum Beispiel mal eine Figur, ich glaube, das war sogar auch Solid Snake. Da war das eine Auge so extrem matschig aus und ich habe es dann retourniert. Also retourniert, gibt es das Wort? Also ich habe es zurückgeschickt und dann dementsprechend auch eine neue Figur bekommen. Das war auch völlig kein Problem bei Square. Die sind da sehr kulant, was die ganze Sache angeht. War nicht die erste Figur, die ich zurückgeschickt habe. Und ich sehe auch tatsächlich jetzt, dass ich hier einen kleinen Bemalungsfehler habe. Ich zeige das mal hier. Vielleicht seht ihr es ja. Und zwar ist hier dort ein bisschen Tinte bzw. ein bisschen Farbe auf den Arm gerutscht. Unschönes Ding auf jeden Fall. Unschönes Ding. Und das mit dem Bein ist irgendwie echt abgefahren. Also das muss ich mir nochmal in Ruhe angucken. Das kann doch nicht normal sein, Leute. Ganz ehrlich. Also ich glaube, da ist die Klamotte einfach ein bisschen verrutscht. Aber das muss ich mir nochmal genauer angucken. Hier hinten kann man dann durch so einen Adapter das Schwert dranbringen. Und dann sieht das Ganze auch noch so aus. Ich glaube, das ist das kultigste Schwert ever made. Total geil. Das Einzige, was ich nur sehr schade finde, ist, also die Lösung ist ganz cool, dass Materiaplatz sozusagen verschwendet wird, um das Schwert überhaupt anbringen zu können. Aber was ich echt sehr schade finde, ist, es war keine Materia mit dabei, die man halt vielleicht mal reinstecken könnte. Rot, grün, blau, je nachdem. Das werde ich mir dann wahrscheinlich selber drucken mit meinem 3D-Drucker und dann sieht das Ganze schon ein bisschen cooler aus, glaube ich. Ja, aber cooler Typ auf jeden Fall. Und er kann das Schwert dann natürlich auch halten. Und der Arm, wie gesagt, der ist sehr stabil. Das finde ich sehr, sehr cool. Also sprich, die Gelenke sind sehr steif, was aber sehr gut ist. Also ihr solltet die Figur nicht allzu oft posen, weil die Gelenke werden relativ schnell locker. Aber selbst das schwere Schwert kann er locker halten. Finde ich cool. Finde ich richtig, richtig gut. Ach, was ich auch übrigens sehr cool finde, das habe ich bisher auch noch nie gesehen, sind, dass man die Füße bewegen kann. Also die Fußspitzen sogar direkt. Finde ich mega geil. Hatte ich so bisher auch noch nie gesehen. So, dann stelle ich ihn einfach mal kurz zur Seite. Hier zeige ich noch mal ganz kurz die Hände. Das sind, wie gesagt, 8 zusätzliche Handposen. Wahrscheinlich auch gerade wegen dem Motorrad. Und ne? Jedenfalls super cool. Also ich habe lieber zu viele Hände als gar keine, weil ich somit einfach viel flexibler bin, was die Posen angeht. Das lege ich mal ganz kurz zur Seite, bin gleich wieder da. So, widmen wir uns jetzt aber mal dem Bike. Und zwar, es ist ein wuchtiges Gerät auf jeden Fall. Maßstab 1:6, knappe 45 cm lang würde ich jetzt mal schätzen. Ich bin natürlich so klug und habe kein Maßband dabei. Richtig gut vorbereitet, aber wir machen das Beste draus. Und zwar hat es zuallererst Gummiräder, was ich sehr, sehr gut finde, weil ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn hier irgendwie das Ganze
Plastik auf Plastik oder Plastik auf Holz, das mag ich einfach überhaupt nicht. Dann zu hat es hinten noch, also unten noch einen Standfuß, den kann man einklappen. Und was ich auch sehr genial finde, ist, dass halt auch das Gelenk mit drin ist, dass ich das Motorrad sozusagen halt, ja, richtig in Action posieren lassen kann. Der Lenker, der lässt sich auch dementsprechend ein bisschen bewegen. Also einmal kann man das Ganze hier drehen, aber auch nur zum gewissen Teil. Und die einzelnen Griffe jeweils. Zum Posieren must have, muss man einfach haben. Ja, man kann hier vorne, das hatte ich noch in der Anleitung gesehen, die zeige ich euch gleich auch nochmal, kann man einmal das Cockpit-Display hoch und runter klappen. Kleine Spielerei. Und ja, was mir ein bisschen negativ aufstößt gerade, sind die kleinen Macken, die man tatsächlich sehr gut jetzt gerade bei der Beleuchtung auf dem Klavierlack schwarz sieht. Und zwar so kleine, hauchfeine Kratzer sind da tatsächlich drauf. Es sieht aber auch schon teilweise echt nach Gebrauchsspuren aus, was ich echt nicht schick finde. Und, okay. Also das Ding wird wahrscheinlich tatsächlich auch zurückgehen. Weil, was man hier sieht, oder was ich hier auf jeden Fall sehe, ich halte es mal so nah wie möglich in die Kamera, seht ihr das? So kleine, hauchfeine, was heißt hauchfein? Ich sehe es sofort. Hier sind Klebespuren drauf. Das ist für mich echt ein No-Go, muss ich sagen. Für eine 300-Euro-Version, gut, das Spiel war jetzt mit dabei, das geht nicht. Also da werde ich auf jeden Fall den Kundensupport von Square Enix mal anschreiben. Ich werde nachher noch mal ein paar Bilder machen. Werde ja sowieso noch Close-Ups machen. Und ich finde es echt gerade schade, bricht mir so ein bisschen das Herz, weil der Rest ist halt geil. Ne? Ich meine, schaut euch mal zum Beispiel den Motorrahmen noch mal an. Das sieht so gut aus, aber von unten, von oben. Das ist doch ein mega geiles Teil. Also warum muss man dann, wie kann man das denn überhaupt verschicken? Mal ganz im Ernst. Klar, man baut das ganze Ding zusammen, es kostet natürlich auch Geld und Zeit, aber sowas würde ich einem Kunden nie ausliefern. Tatsächlich nicht. Ich weiß, ich reg mich gerade wahrscheinlich total auf und es tut mir auch leid, aber als Sammler geht das einfach nicht. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, geiles Gefährt. Hier das Painting hier unten finde ich eigentlich auch ganz nice. Das hat so ein bisschen, ja, so ein bisschen Ruß-Style. Ansonsten, was mir auch halt auch auffällt, ist, es sieht natürlich schon sehr neu aus. Also normalerweise müsste oder hätte ich mir gewünscht, hier hinten vielleicht noch beim Auspuff so einfach ein bisschen Schmutzablagerung vom Abgas zum Beispiel hätte man noch machen können. Aber ansonsten, es sieht halt sehr neu aus, das Bike, aber man hätte vielleicht noch so ein bisschen besseres Painting noch machen können. Aber mein Gott, es ist cool, mir gefällt's, bis auf das, das ist scheiße. Aber gut, ich mache auf jeden Fall gleich nochmal Close-Ups von den beiden Geschichten und ich werde jetzt nicht groß posieren, weil ich möchte die Gelenke auch noch schonen von der Figur. Aber jetzt widmen wir uns mal einem weiteren spannenden Teil und zwar der Deluxe-Version von Final Fantasy VII. Schaut euch einfach mal das Branding an vorne. Ist das nicht ein geiles Cover? Mir gefällt es super gut. Es hat halt so einen 3D-Druck mit Perlmutt-Metallic-Effekt. Richtig, richtig cool. Oben haben wir dann nochmal den Schriftzug der Deluxe Edition. Und nochmal genauso, damit es auch die Dullis von uns checken, welche Version wir gekauft haben. Und an der Seite dann dementsprechend PS4-Logo und Final Fantasy VII Remake. Auf der Rückseite haben wir dann nur ein paar Thumbnails vom Spiel, ein bisschen Information, was man halt so alles kennt. Sprich, schauen wir doch einfach mal, was drin ist. So, wir haben einmal den, ich lege das mal kurz hier hin, den Final Fantasy VII Remake Soundtrack mit 12 Tracks. Ich zeige die Tracks nochmal drauf. Hier steht sogar noch drauf Mini-Soundtrack. Was mich gerade extrem wundert, ist, man hat hier zwar den Main-Theme von Final Fantasy VII, aber nicht die Bombing-Mission. Das kotzt ja ein bisschen an, ne? Außer die haben den Titel halt umbenannt, aber wie gesagt, ist einmal auf der CD. Zeig ich euch. Oh, schick. Cooles Artwork auf jeden Fall, gefällt mir richtig gut. Ja, leider besitze ich schon gar kein CD-Laufwerk mehr.
Muss ich mal schauen, ob ich einen Kumpel mal frage, ob er mir die rippt, damit ich die auch mal nutzen kann. Dann haben wir ein lächerliches Artbook leider. Das sind zum Beispiel so eine A5-Größe, gefällt mir. Ist das A5? Es ist ein bisschen größer als A6 sogar, ne? Sehr klein. Also Artbooks, welche ich auch sammle, sind mindestens A4. Von daher ist es für mich halt immer so ein Gimmick. Sind natürlich schöne Artworks mit drin, keine Frage. Also cool. Klar, man freut sich über alles, was man bekommt. Aber letztlich gesehen, so ein, wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, Witcher 3 oder sowas, das sind mal ganz andere Hausnummern gewesen. Ne? Aber ansonsten, übrigens mein Lieblingsmob aus dem Spiel, der Kaktor. Ja, das ist natürlich ganz cool, aber ich sehe auch gerade, dass es auch keine, ich weiß, ich bin sehr, sehr kritisch in diesem Video, ne? Es tut mir total leid. Aber es sind schon geile Artworks auf jeden Fall. Also das würde ich mir zumindest nochmal digital wünschen, weil es gibt so ein paar Bilder, wo ich mal gerade so durchgescrollt habe. Das sind echt, die haben schon richtig Wallpaper-Feeling. Ja, wie gesagt, kleines Mini-Artbook, nichts Besonderes. Dann haben wir einmal das Spiel. Ich habe es auch schon vom Plastik befreit. Ich sehe das alles nicht zum ersten Mal gerade, außer die CD tatsächlich. Ist sehr nah an dem Originalcover dran. Also beziehungsweise, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es die Platinum-Version von dem Originalspiel war, also sprich von 1997 auf der PS1. Irgendeine Version, ich glaube vielleicht sogar die original japanische Version, hat tatsächlich dasselbe Cover. Jetzt nicht, natürlich nicht 1:1, das ist natürlich ein Remake-Cover, aber sehr cool, gefällt mir richtig gut. Und auch hinten nochmal ein paar Thumbnails drauf. Und drin haben wir, und das hat mich sehr stark gewundert, zwei CDs. Und zwar einmal, na was heißt gewundert, ne? Dafür, dass das Spiel um die 30 Stunden Spielzeit haben soll, wundert es mich dann doch, weil wir haben einmal eine Daten-Blu-ray und eine Spieldisk. Von daher kann das Spiel gar nicht so klein sein. Allerdings sind natürlich auch die Grafiken meist immer das Größte von einem Spiel. Also es kann noch so komplex sein und noch so viele Skripte vorhanden sein etc. Es sind tatsächlich die Texturen, der Soundtrack, die Models, die das Spiel halt so riesig machen. Von daher denke ich mal, dass die Grafik auf jeden Fall, also wenn man weiß, man hat zwei Blu-rays drin, weiß man, man hat ein grafisch ansprechendes Spiel. Davon mal ganz ab. Dann haben wir hier noch so ein kleines, so ein kleines Zettelchen, spare 10% bei Schlag mich tot. Obwohl mir das Armband hier, ich weiß nicht, ich halte es mal kurz in die Kamera, das unten rechts, es sieht schon cool aus. Ich stehe auf so einem Schnickschnack. Dann haben wir hier noch den Code, den zeige ich jetzt natürlich nicht, für die Beschwörungsmateria vom Kaktor. Dann haben wir hier noch einen kleinen Code die Spielregistrierung. Keine Ahnung, ob man da irgendwie was Besonderes für bekommt. Keine Ahnung. Packe ich mal alles wieder zurück. Das ist das Spiel. Sehr, sehr nice. Ich freue mich schon drauf. Also ich werde definitiv heute Abend die ersten Let's Plays aufnehmen, damit die pünktlich zum Embargo am 7. um 0 Uhr soll es zumindest fallen. Sprich, man dürfte eigentlich auch Let's Plays hochladen. Hoffe ich mal. Ich muss mich da nochmal informieren. Ansonsten wäre es dann spätestens der 10. April. Das wird heute Abend noch schön gesuchtet, auf jeden Fall. Aber eine Sache fehlt noch, und zwar einer der schönsten Dinge aus der Deluxe Edition, und zwar das Steelbook. Mir fiel der Name gerade nicht ein. Das Steelbook aus der Final Fantasy VII Remake Edition. Vorne mit Sephiroth. Den spricht man auch irgendwie immer unterschiedlich aus. Ne? Sephiroth. Damals habe ich ihn immer Sephiroth genannt, das weiß ich noch. Ich nenne ihn Sephiroth. Ist halt so. Hinten haben wir noch das Final Fantasy VII Logo. Und ich drehe das nochmal so ein bisschen, damit ihr das seht. Das hat so einen leichten Metallic-Effekt. Aha, ist ja auch eine Steelbox. Nein, aber sehr cool. Innen leer, aber so ist es. Da packe ich auch die CDs noch rein. Aber ganz nett. Hier haben wir nochmal den Reaktor von Midgar und rechts nochmal, ich glaube, das ist das. Ja, das müsste eigentlich dasselbe Bild sein, nur mit anderem Hintergrund wie auf dem eigentlichen Cover. Gefällt mir richtig gut, hätte ich auch gerne vielleicht so als Mini-Poster für meine Arbeit, aber ja, schauen wir mal. Nee, sehr cool auf jeden Fall. Das ist dann sozusagen die Deluxe-Version.
ziemlich viel Kram dabei, plus den beiden Figuren. Und ja, hatte ich gerade schon erwähnt, ich werde auf jeden Fall ein Let's Play starten. Mein YouTube-Kanal ist noch super, super neu. Ich glaube, ich habe im Moment ganze 3 Abonnenten, also mega krass. Aber darum soll es auch gar nicht bei mir gehen. Natürlich freue ich mich über jedes Abo und jeden Like auf das Video. Dennoch freue ich mich tatsächlich, jetzt zu dieser YouTube-Szene zu gehören, um eben solche Momente mit euch zu teilen. Weil ich finde es immer ziemlich schade, dass man, was weiß ich, so ein super geiles Game zockt und man sitzt dann am Rechner oder an der PlayZ und meistens ist es so, gerade in unserem Alter, da zockt man sowas vielleicht mal alleine, während Kind und Frau schon schläft. Und von daher ist es jetzt einfach mal schön, ein so geiles Spiel. Ich bin einfach mal optimistisch und sage, es ist ein ultra geiles Spiel und es wird, denke ich mal, auch sein, also gerade als Fan, sowas mit euch zu teilen. Von daher freut euch schon mal drauf. Ich werde auf jeden Fall über Twitter und Instagram früh genug Bescheid geben, wenn die ersten Parts online gehen. Ich denke mal, am 7. um 0 Uhr werden die ersten Parts online gehen, allerspätestens, wie gesagt, zu Release am 10. April. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Wenn ihr die Let's Plays miterleben wollt, freue ich mich natürlich gerne auf ein Abo. Lasst mich wachsen, würde mich super freuen, auch weiter Content für euch zu liefern. Und ja, wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr jetzt dieses Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Haut rein.